Jawohl, und ganz herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Prison Architect. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und dann machen wir einfach mal weiter an dieser Stelle. Wir haben in erster Linie hier ein ernsthaftes Geldproblem gerade. Ich mache die Zeit auch mal schneller. Wir sind hier gerade noch bei der Durchsuchung. Hatte kurz eine kleine Spielpause gehabt, deswegen ist hier gerade nur, ja, eine Sache gefunden worden. Aber das liegt halt nur daran. So, wir schauen mal. Hier ist noch was zu untersuchen. Okay, die Platte, die wird aber erstmal dort reingebracht. Und kann jetzt dann untersucht werden. Genau. Und da wurde auch was gefunden. Okay, eine Metallgabel. Interessant. Also, dass die selbst über diese Metallplatten hier versuchen, Sachen reinzuschmuggeln. Die Frage ist natürlich, wer macht denn sowas? Wie kann das denn sein? Keine Ahnung. Würde mich mal interessieren. Also, wer schmuggelt denn über Metallplatten eine Gabel hinein? Vor allem eine Gabel. Hallo? Wo sind wir denn hier? Ja, wir lassen die Zeit schneller laufen. Wie sieht es denn vom Platz her aus? Wir haben 98 Kapazität für die hohe Gefahrenstufe, haben auch 98 Insassen, also es geht gerade aktuell genau auf. Mich würde vor allem auch mal interessieren, wie wir herausfinden können, wo wir zu schützen da drin haben. Es gibt doch ja einen Personenkreis, den wir unbedingt schützen müssten. Können wir das hier irgendwo sehen? Wir können ja drüber fahren, aber damit sehen wir halt nicht den ihre Werte oder so. Ja, hier können wir zwar von einem zum anderen direkt drüber fahren. Da sehen wir, dass die stoisch und zäh sind. Aber einen richtig zu schützenden habe ich jetzt hier noch nicht mitentdeckt. Ich klicke mal auf einen von denen hier drauf. Okay, das ist wirklich der Wert. Also da würde dann auch stehen zu schützend oder ja, Polizei, ehemaliger Cop oder sowas. Furchtlos. Ja, könnten wir jetzt hier bei jedem einzelnen Gefangenen machen, aber es ist halt sehr aufwendig. Von daher würde ich das ja gern anders handhaben wollen. Und der drückt launisch extrem stark. Okay. Denn wir müssen ja wirklich mal dann die aussortieren, die ja vielleicht auch Anlass dazu geben, dass da Ärger entsteht. Erfahrener Kämpfer. Okay. C, stark. Huch. Alter. Wieso? Daran kann ich mich nicht erinnern, dass ich sowas gebaut haben soll, zumal wir das mit Copy und Paste gebaut haben. Wo kommt denn da das Bett her? Okay. Bett. Durchsuchen. Demontieren. Leute, das geht doch nicht. Wieso steht dort ein Bett drin? Und dann noch so komisch. Okay, Ruf. Hier ist aber auch nichts weiter. Tödlich. Okay. Was heißt denn hier in dem Zusammenhang eigentlich tödlich? Karate, Kickboxen, Jujutsu oder was man auch immer an Kampfsportarten lernen kann, dieser Insasse beherrscht mindestens eine davon in Perfektion. Oh je, okay. Nicht ganz so gut. Stark. Der rennt hier schon wieder fleißig draußen rum, aber ich erwische den gerade auch nicht. Okay, der ist nur unterdrückt. Der ist ein Bandenmitglied und zäh. Aber so richtig haben wir jetzt noch Polizistenmörder. Warte mal. Mindestens einen Polizisten hat diese Person auf dem Gewissen. Bei diesem Insassen könnte es sein, dass eine Wache, dass deine Wachen sich nicht zusammenreißen können. Also okay. Ja, das kann ich ja dann nicht verhindern, oder? Wenn meine Wachen sich nicht zusammenreißen können, wie soll ich denn das verhindern? Keine Ahnung. Okay, stark. Und Initiator stoisch. Okay. Aber wir scheinen noch keinen dabei zu haben, der ja beschützenswert wäre. Das sind alles Bandenmitglieder hier. Furchtlos, zäh und Bandenmitglied. Und der hier ist nur unterdrückt. Okay. Ja, scheinen wir hier keinen mit dabei zu haben. Guck hier trotzdem mal einfach mal durch, auch wenn es gerade nicht das Spannendste ist. Aber wir haben eh keine Kohle. Und von daher nutzen wir einfach mal die Zeit und gucken uns hier mal jeden einzelnen Gefangenen ganz kurz an zumindest. Stoisch, okay. Ich glaube, hier, die hatten wir dann schon fast kontrolliert. Ich gehe nur noch mal hier drüber, aber ich glaube, da ist keiner mehr dabei. Okay. Ja, es scheint soweit in Ordnung zu sein. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon kontrolliert hatten. Da gehen wir auch noch mal ganz kurz. Aber da scheint auch keiner dabei zu sein. Ein Bandenmitglied. Stark, der läuft hier schon wieder frei mit rum. Warte mal. Auch nur stark. Bandenmitglied. Okay. Nee, also wir scheinen keinen dabei zu haben, der
beschützenswert zu sein scheint. Schade eigentlich, weil wir haben ja extra diesen Zellenblock hier hinten gebaut. Ich meine, ich gebe zu, der ist noch nicht perfekt. Der hat halt noch keine Kantine oder so, aber theoretisch, wir haben den ja extra dafür gebaut. Und kann das sein, dass hier die Räumlichkeiten noch gar nicht ausgewiesen sind, dass wir hier noch festlegen müssen, dass das ein entsprechender Hof ist? Jawohl, bis dahin bitte. Und dass das hier eine entsprechende, nicht Isolationszelle, sondern dass das ein Duschraum ist. So, das hätten wir auch. Dann braucht ihr theoretisch nur noch die Kantine, oder? Ihr habt nämlich sonst kein Essen. Aber gut, das können wir dann notfalls auch bauen, wenn es soweit ist. Im Moment ist es ja noch nicht so. Und deswegen lassen wir es auch erstmal. So, wir schauen mal. Wie sieht es denn aus von dem Programm her? Wir haben gar keine Interessierten, okay. Oder doch drei? Doch, drei sind, haben sich eingeschrieben. Drei sind dabei. Okay. Achso, wir können auch nur drei, glaube ich, weil wir nur drei solcher Teile hier drin haben. Und da wird ein Polizist angegriffen. Da oben. Okay. Warte mal, was machst du? Stark verletzt. Okay, was hast du jetzt angestellt gerade? Personal angegriffen, Fluchtversuch, Zerstörung, Waffenbesitz. Okay. Ja, Junge, dann wirst du einfach mal zur extremen Gefahrenstufe da hinzugefügt. Schauen wir mal, du wirst ein bisschen isoliert werden. Isolierung 0 Minuten. Okay, Abriegelung 2 Stunden. Ja, abgeriegelt, das zählt natürlich schon. Wieso ist die Isolierung ist 6 Stunden. Okay, das ist in Ordnung. Aber bringt den erstmal bitte zur Krankenstation. Jetzt nicht gleich in die Isolierung. Der soll erstmal wieder zu sich kommen können. Ja, machen sie auch. Okay. Huch, da lang wollen sie. Okay. So, was... Ach ja, weil ich das hier gerade sehe. Wir können ja hier mal entsprechend auch ein bisschen dekomäßig was machen. Also ich meine, viel können wir nicht machen, aber zumindest ein bisschen was. Dass wir hier mal ein Bäumchen mit hinsetzen. Vielleicht da auch noch. Und vielleicht hier an die Ecke. Und da. Und vielleicht hier noch eins mit ran. Okay. So, dann könnten wir... wir können hier noch mit eins und da auch noch mit eins dazu nehmen. Genau, dass da halt auch ein bisschen Grünzeug einfach mit dabei ist. Ich glaube, in den Bereich kommen wir gar nicht rein, oder? Doch, da kommen wir rein. Da könnten wir sozusagen hier vorne auch noch einen Baum mit hinstellen. Ich glaube, das machen wir auch. Lass den mal hier in die Ecke bauen. Okay. Gut. Na denn. Lassen wir die das erstmal machen. Ich überlege, was wir jetzt als nächstes machen. Wir haben halt zu wenig Kohle im Endeffekt. Wir brauchen mehr Kohle. Das heißt aber auch, wir bräuchten hier Arbeiter drin, die hier auch was arbeiten. Und im Moment, wir haben Arbeitszeit fast schon vorbei und hier ist einer. Ein einziger ist drin und ist an dem Lehrgang wahrscheinlich gerade beteiligt. Lass mal gucken. Wo ist es denn? Programme. Sicherheitsunterweisung. Und drei interessiert, ein von drei Teilnehmer bestanden. Okay. Das heißt, einer darf schon ordentlich arbeiten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wir stoppen das mal und starten das mal neu. So. Okay, schauen wir mal. Weil ich glaube, das ist jetzt von der Uhrzeit besser gelegt worden. Wir können ja mal reinschauen bei den Programmen, editiere Zeitplan. Genau. Jetzt könnten wir sogar zwei Lehrgänge vormittags abhalten. Ich glaube, das machen wir auch einfach mal, dass wir das zumindest das Angebot dafür geben. Haben Plätze für 6 Teilnehmer, was glaube ich daran liegt, dass wir hier ja 6 solche Maschinen drin haben. Ich denke mal, das könnte man noch erhöhen, indem man halt noch mehr Maschinen dort reinbaut. Aber dazu fehlt uns eigentlich die Kohle. Und die müssen wir theoretisch erstmal verdienen. Einen Exportbereich haben wir. Okay, nur für den Fall der Fälle, wollte ich mal schauen. So, jetzt können wir im Grunde genommen nicht viel machen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich würde hier gerne am Gefängnis weiterbauen. Aber irgendwie können wir gerade nicht. Wir können hier nur erstmal beobachten und schauen, was die so den ganzen lieben Tag lang machen. Ist denn jetzt hier einer dabei, der arbeitet? Jawohl, das ist der wahrscheinlich, der bestanden hat. Der ist hier fleißig mit dabei. Wunderschön. Der verdient hier auch Kohle, wie man sehen kann. Das heißt, wir müssten eigentlich auch ein Ladengeschäft mal mit hinbauen. Die Frage ist, kriegen wir das hier mit hin? Können wir hier... Wie groß musst du denn sein? 4x4. 1, 2, 3, 4. Okay, das ist also zu kleiner Bereich. Wir könnten maximal... Okay, da ist von der Planung noch was drin. Lass das mal entfernen.
So, wir könnten maximal Räume. Wo haben wir es? Dort, den Laden. Wir können hier einen Laden mit hinbauen. Ich glaube, das werden wir auch mal so machen. Machen wir mal 5 Meter Breite. Ich denke mal, das müsste reichen. Oder wollen wir den hier oben irgendwie mit ranbauen? Ich weiß es noch nicht. Ich hätte ihn gern hier mittendrin. Schön zentral. Oder ich hätte ihn am liebsten hier mit drin, aber das reicht platzmäßig nicht. Wir könnten natürlich hier das noch mit ausbauen. Das wäre noch eine Idee. Ich glaube, das machen wir. Das erscheint mir als eine gute Idee. Lass mal hier den Bereich ein wenig erweitern. Sagen wir mal um... Ja, das müsste schon reichen. Da haben wir 2 Felder mehr oder machen wir mal 3 Felder mehr. Genau, da haben wir hier 1, 2, 3 Felder mehr. Und wir werden hier mal spaßeshalber nur mal vorübergehend eine kleine Tür mit reinsetzen, die wir dann nachher wieder entfernen werden. Und dann müssten wir hier ein entsprechendes Ladengeschäft mit dazu nehmen können. Würde mich freuen, wenn das klappen würde. So, bringt erstmal die Materialien an. Okay, ihr rennt dazu einmal hier quer außen rum. Das ist natürlich auch nicht so toll gelöst, das Problem. Haben wir noch ein bisschen Kohle? Nee, eigentlich nicht. 117 nur noch. Sonst hätte ich jetzt hier die Gehwegplatten schon mal mit hingesetzt, aber... Das reicht kohlemäßig gerade nicht. So, dann baut das mal schnell zu Ende, bevor hier irgendwelche rausflüchten oder so. Der Bereich ist aber noch dementsprechend abgesperrt. Was ist hier? Wieso ist das? Das ist doch nur für Personal. Das können wir nicht markieren. Okay, das passt alles soweit. Das lassen wir auch so. Da sollen alle mit rein. Da auch. Okay. Glaubt, also können wir es lassen. Der Raum ist fertig, wunderbar. Dann können wir hier die Wand abreißen. Ich hoffe, das kostet uns keine Kohle. Und wir werden die Tür hier demontieren. Und können dann, wenn wir die Kohle dafür hätten, das sieht sehr sieht nicht so gut aus, können hier dann schon mal anfangen, ein Stück Mauer mit entlang zu setzen. So, na denn. Alter, wir haben wirklich keine Kohle mehr. Wir sind hier am, ja, Kohleminimum. Aber vielleicht schaffen wir es durch das Ladengeschäft hier noch ein bisschen was zu verdienen. Dass da ein bisschen mehr Geld reinkommt. Theoretisch sieht ja gar nicht mal so verkehrt aus. 2730 könnten wir schon an Gewinn machen. Ist halt aktuell nur noch nicht, macht sich aktuell noch nicht so richtig bemerkbar. So, dort können wir noch ein Stück der Mauer wieder mit dran setzen. Wir haben wieder Kohle für genau 2 Felder. So, machen wir auch. Und dann warten wir einfach mal ab, bis wir jetzt ein bisschen mehr Kohle verdient haben. Hier ist wieder Essenszeit angesagt. Wunderbar. Und die entdecken hier halt auch ständig irgendwelche Sachen. Ja, wir brauchen auch mal ganz dringend eigentlich solche Hundeführer. Aber auch da brauchen wir natürlich dementsprechend die Kohle, die wir aktuell definitiv nicht haben. So. Hier wollen welche rein. Wieso werden die Türen denn nicht automatisch geöffnet? Okay. Haben wir keine Verbindung? Warte mal. Ach, was ist denn hier los? Nee, oder? Die kommen alle nicht mehr rein hier. Ich werd verrückt. Warte mal, kannst du dich mal bitte darum kümmern, dass du hier notfalls hier und da noch mit öffnest? Hm. Alter. Das ist natürlich auch was fein. Alter. Oh je, oh je, oh je. Hier sollten wir wahrscheinlich Doppelverbindungen aufbauen. Da machen wir das hier auch mal, dass du dich hier um die ganzen Teile mal zusätzlich mitkümmerst. Das ist ja nicht so gut gelaufen gerade. Okay, die sind jetzt alle am Erholen und jetzt müsste es aber wieder passen. Jetzt müssten die sich gegenseitig das wieder alles öffnen können. Das war wirklich ungünstig. Na gut. Okay. Ja, dann lassen wir, ich glaube, jetzt geht's wieder ganz geregelt weiter. Wir lassen hier nochmal alles durchsuchen. Auch nicht schlecht. Und ja, das Ladengeschäft wollte ich weiterbauen. Genau, lass mal hier schauen. Wir haben Materialien und können hier schon mal jetzt wieder ein bisschen mehr mit reinlegen. Kriegen wir das hier auch noch geschlossen. Theoretisch, wir brauchen nur ein Feld für eine Tür. Ich glaube, die machen wir auch dorthin. Warte mal, Einrichtung. Kriegen wir... Ja, wir haben sogar eine da. Das heißt, wir brauchen die nicht extra bezahlen gerade. Und dann lass hier mal einen Servomotor mit dazu anlegen. Okay, die Kohle haben wir gerade nicht. Mist aber auch.
Ja, wir müssen auch uns ein bisschen gedulden. Okay, aber wir haben das schon mal soweit erstmal ausgewiesen. Wir können jetzt hier schon mal sagen, okay, hier soll auch dementsprechend das Ladengeschäft dann reinkommen. So. Und dann hoffe ich, dass wir damit ein bisschen Kohle verdienen, weil, okay, es steigt aber auch. Ich weiß gar nicht, wodurch, weil wir haben da jetzt nicht weniger Kosten oder so. Ich weiß gar nicht, wodurch das jetzt steigen kann. Vielleicht, weil, ja doch, vielleicht durch die Werkstatt, dass wir hier Sachen exportieren, dass sich das bemerkbar macht. Kann das sein? Hm. Also von Export steht zumindest erstmal nichts drin. Kann man hier draufklicken? Ja. Aber dann kann man, sieht man... Okay, nee, den Kredit wollen wir nicht extra aufnehmen. Man sieht leider nicht die, ich sage mal, History, also was man jetzt so in letzter Zeit alles verdient hat oder so. Ich versuche hier auch mal kurz zu lesen. Finanzen direkt gibt es hier auch nicht, oder? Doch, hier unten. Gehälter, Arbeiter, Essen, Reformierungsprogramme, okay. Tage ohne Zwischenfälle. Staatliche Fördergelder, Subventionen. Aber durch Verkauf oder so, das ist hier nicht aufgegliedert. Das müsste ja, wenn, dann unter Sonstiges oder sowas sein. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wir kriegen ein bisschen Kohle. Guck mal, wir können jetzt sogar hier den Servomotor mit reinlegen. Das machen wir auch. Lass das mal so machen. Und dann, das haben wir schon ausgewiesen, dementsprechend, wir bräuchten vielleicht noch einen entsprechenden Außenzugang. Da sollten wir vielleicht noch eine Tür mit reinbauen, aber ich glaube, da haben wir nicht die Kohle dafür. Genau, kostet 500. Theoretisch, es würde auch erstmal so gehen, wenn die darüber reingehen und das bestücken, das ganze Teil dort. Lass erstmal schauen, dass wir hier erstmal das Notwendigste reinbekommen. Dazu ist erstmal ein Ladenregal notwendig oder eine Ladentheke. Ah, Mist, die kostet auch gleich 500. Ja, wir müssen einfach mal die Zeit schneller laufen lassen. Wir kriegen das Geld schon zusammen, das schaffen wir. So, Durchsuchung ist soweit durchgelaufen, wunderbar. Gefängnis ist auch ruhig, wunderbar. 11 bewaffnete Wachen sind vor Ort, das drückt auf die Stimmung, okay. Ein Gefangener sind ohne Grund eingeschlossen. Echt, kann ich mir die anzeigen lassen? Nein, kann ich nicht, okay. Hm, welcher Gefangener ist denn ohne Grund eingeschlossen? Theoretisch, der müsste ja Handschellen tragen, oder? Ist hier einer dabei, der Handschellen trägt? Okay, das sieht man jetzt hier nicht so richtig. Aber ich glaube, wenn der eingeschlossen ist, dann hat er auch einen Mord begonnen. Das hatten wir ja extra so geregelt. So, guck mal, wir haben jetzt genug Kohle für die Ladentheke. Die setzen wir hier mal direkt uns mit ran. Können wir die drehen? Jawohl, die können wir drehen. Ich glaube, so rum ist besser, wenn der Taschenrechner nach drinnen zeigt. Jawohl, so machen wir das Ganze. Und dann brauchen wir nur noch Kohle für entsprechende Ladenregale. Und ich glaube dann... Ja, einen Tisch brauchen wir auch noch. Okay, aber das kriegen wir zusammen. Das schaffen wir. 100 Dollar oder Euro brauchen wir. Allein für den Tisch. Okay, den können wir uns schon mal mit reinstellen. Wie machen wir es? Okay, jetzt haben wir es nicht mehr. Hm. Da mussten Sachen repariert werden. Schade aber auch. Da hat irgendeiner Blödsinn gebaut. Und irgendwo findet auch gerade wieder was statt. Ich habe es zumindest gehört dort oben. Alter. Okay. Aber... Oh nee, Junge. Der hat seine ganze Zelle hier auseinandergenommen. Das kostet uns wieder Haufen Kohle. Junge, das kannst du doch nicht bringen. Was hast du angestellt? Extrem launisch. Ja, mag sein. Zerstörung, Personalangriffen, Waffenbesitz, Drogenbesitz. Hm. Nicht so gut. Okay. Aber guck mal, wir haben ein bisschen Kohle. Das liegt aber nur daran, dass die Teile dort oben noch nicht repariert worden sind. Ich stelle hier mal ganz schnell einen Tisch rein. Vielleicht kriegen wir zwischendurch auch nochmal ein Ladenregal. Warte mal, da ist auch wieder gerade Ärger. Ein Bandenmitglied hat einen Aufstand geprobt. Wieso rennen die denn hier nackt rum? Alter, ich renne doch nicht nackt zur Dusche. Ich zieh mich doch, wenn, dann vor Ort erst aus. Also, FKK-Gefängnis. Okay. Ja, also herzlich willkommen zu unserem ganz offiziellen FKK-Gefängnis, wo die Gefangenen einfach mal immer nackt rumrennen. Nein, ich hoffe nicht. So, lass jetzt hier erstmal ein bisschen Kohle verdienen. 250 brauchen wir. Und dann können wir nämlich ein Regal reinstellen und dann haben wir eigentlich das Notwendigste schon mal hier erledigt. Und das will ich diese Folge unbedingt noch machen. Kommt. Wobei, wir nehmen schon wieder so lange auf. Ah, das müssen wir nächste Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, einfach wieder morgen mit einschalten, wenn es heißt Let's Play Prison Architect. Bis dahin. Ciao, ciao.